Hallo aus dem Magic House, Magic at Home. Dieses Mal nur mit einem Streichholz. Das zündet ihr an, dafür ist es auch gemacht, und lässt die Spitze gut verkohlen. Bisschen warten, bis die ganz durchgebrannt ist. So, wenn sie sich biegt, ist es ein gutes Zeichen. Das reicht bereits. Wir nehmen ein Haar und ich wickle das um das Streichholz herum, natürlich unsichtbar. Und wenn ich ziehe, wird es natürlich abfallen. Achtung! 1, 2, 3. Es ist abgefallen. Schaut genau her. Ihr habt alles gesehen. Nur, was ihr nicht gesehen habt, das ist das unsichtbare Haar. Und genau das ist der Trick. Ich zeige, wie es funktioniert mit einem neuen Streichholz. Und das ist der geheime Griff. Ihr nehmt das Streichholz, hier klemmt es ein mit dem Nagel vom Mittelfinger und lässt es spicken. So. Ich weiß gar nicht, wie man dem sagt. In Deutschland oder Österreich, in Hochdeutsch, könnt ihr mir ja schreiben. Also er lässt es hier spicken und vorne wird die verkohlte Spitze abfallen. Schauen wir uns das mal an. Ich zünde es nochmals an, lass es verkohlen. Braucht ein bisschen Geduld. Wenn es sich biegt, ist es wie gesagt ein gutes Zeichen, dass es wirklich durchgekohlt ist. Dann hat es nämlich keine Kraft mehr. So, ihr nehmt ein unsichtbares Haar, natürlich nehmt ihr gar nichts, ihr tut nur so, wickelt es unsichtbar rum und wenn ihr zieht, dann macht ihr diesen Griff, schaut genau her, 1, 2, 3. Es spickt weg und es sieht aus, als hätte man es mit einem unsichtbaren Haar weggezogen. Viel Spaß!